kann mich über Dinge nicht mehr freuen. Man will nur noch seine Ruhe haben. Im Kopf ist es wie ein Karussell. Diagnose Depression. Um sich behandeln zu lassen, hat Thorsten Müller 30 Psychotherapeuten angerufen. Auf einen Termin hätte er bis zu 12 Monate warten müssen. Da frage ich mich, in der Zeit kann sich eigentlich jemand umgebracht haben. Und das Problem verschärft sich drastisch. Wir haben 2011 59 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischen Erkrankungen registriert. Das ist ein Anstieg um mehr als 80% in den letzten 15 Jahren. Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. 59 Millionen Fehltage allein wegen psychischer Erkrankung. Was ist da los mit deutschen Seelen? Was macht uns so krank? Schönen guten Abend erstmal. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Fakt ist. Heute wieder live aus Magdeburg. Ich meine, wir kennen das alle. Man kommt morgens nicht aus dem Bett. Den ganzen Tag kommt man nicht richtig in die Pötte. Man hat keine Lust auf gar nichts. Man ist antriebslos. Man ist niedergeschlagen, meistens auch komplett ohne Grund. Ist das jetzt ein Winterblues oder wann könnte aus diesen Symptomen tatsächlich eine handfeste Depression werden? Holger Senzel, Sie sind ein erfolgreicher Journalist, Buchautor, Sie waren Auslandskorrespondent. Ich denke mal, allein das ist schon so ein vermeintlicher Traumjob, um den viele Sie beneiden. Trotzdem, irgendwann haben Sie festgestellt, es ist mehr als nur eine kurze, niedergeschlagene Phase. Was ist passiert? Ich habe das aber erst spät gemerkt. Also Depression hätte ich mir nie eingestanden. Ich habe schon in der Phase, als ich irgendwo beim Einkaufen in der Schlange stand und dann weinend rausrannte oder Schweißausbrüche bekam, wenn ich ins Büro ging. Es war eigentlich alles, ja, ich würde nicht sagen, dass alles schwarz war. Es war eher grau. Also es gab überhaupt keine Gefühle. Wenn meine Mutter gestorben wäre oder man mir gesagt hätte, du hast Krebs, hätte ich gesagt, ja, auch noch. Und dann habe ich eines Tages irgendwann da gesessen, habe mein Jagdgewehr aus dem Schrank geholt und war wirklich erleichtert, weil ich so das Gefühl hatte, ah, ich kann es beenden. Und in dem Augenblick habe ich gesagt, nee, das will ich aber nicht. Habe eine Therapeutin angerufen, die ich kannte, und habe gesagt, helfen Sie mir. Wie lange hat es denn gedauert? Und da habe ich zum ersten Mal übrigens auch diese Diagnose Depression bekommen. Wollte ich gerade fragen, wie lange hat es denn gedauert von diesen doch diffusen Gefühlen, die Sie gerade beschrieben haben, bis zu diesem Punkt, wo Sie gesagt haben, ich rufe jetzt eine Therapeutin an? Ein halbes Jahr. Also ich habe 20 Kilo abgenommen. Ich habe ja auch körperlich völlig abgebaut. Konnte die Ihnen helfen? Naja, zunächst mal schon. Also zunächst mal war es schon eine Hilfe zu sagen, wir schreiben dich jetzt krank, einfach zu wissen, was ist. Mhm. Weil ich hatte erst gedacht, na gut, es ist eine Midlife-Crisis, es war kurz nach meinem 40. Geburtstag, beruflich lief es gerade nicht so, Trennung, was man so denkt, aber Depression, ich doch nicht. Wie lange hat es gedauert, bis Sie aus dem Teufelskreis wieder rausgekommen sind? Ja, ich war ein halbes Jahr krankgeschrieben dann, ich war stationär in der Klinik und habe dann, als ich in London war, mehrere Jahre später als Korrespondent, plötzlich merkte ich, dass ich so wieder eine Depression einschlich. Und das war dann, als ich dann was Neues ausprobiert habe und gesagt habe, nee, ich mache keine Therapie. Also es war dann doch noch nicht alles gut. Was in all den Jahren passiert ist, darüber haben wir Zeit, heute zu sprechen. Aber Sie haben ein Buch geschrieben mit einem sehr interessanten Titel, Arschtritt, nämlich, wer hat da wen in den Allerwertesten getreten? Ich mich selbst. Also ich hatte so das Gefühl, da schleicht sich eine neue Depression an und wusste, ich muss jetzt was tun. Und dann habe ich gesagt, Therapie will ich nicht mehr machen. Ich hatte auch so das Gefühl, dass ich das erste Mal, hat sich ja angekündigt bei mir. Also ich habe ein Leben geführt, wo ich sage, ich war immer auf der Jagd nach dem neuen Kick. Ich habe Affären gehabt und beruflich. Es musste immer irgendwas passieren, aber ich war nicht glücklich. Deshalb habe ich eigentlich 10 Jahre Therapie gemacht, bevor ich dann die Depression hatte. Ja. Mit welchem Erfolg? Ja, ohne Erfolg eigentlich. Ich hatte eher so das Gefühl, dass ich die Therapie benutzt habe. Okay. Also ich bin da hingegangen und dann bin ich aus der Therapie gekommen und habe gesagt, ach, ich tue ja was, ich arbeite an mir. Aber de facto habe ich gar nichts geändert. Also ich habe einfach so das Elend betrachtet von außen und habe gesagt, ja, ich mache ja was. Wie ist Ihre Haltung heute so zu ganz herkömmlichen klassischen Therapien? Ich würde nie sagen, lass das, weil ich glaube, das muss jeder selbst wissen. Ich habe für mich irgendwann entdeckt, für mich ist das nichts. Ich will auch nichts aufarbeiten. Und deshalb habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt mal Folgendes. All das, was ich nicht ändern kann im Leben, also diese ganzen seelischen Probleme und wohin ich will und warum es mit der Liebe nicht klappt, das vergesse ich mal, das kann ich nicht lösen. Ich kümmere mich nur um diese Geschichten wollen wir sprechen, Herr Senzel. Aber ich möchte natürlich nicht versäumen, auch unsere anderen Gäste vorzustellen, die bestimmt in manchen Punkten eine doch etwas andere Meinung haben als Sie in puncto Therapie. Da sind Sie nämlich heute. Andrea Mrazek von der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer weiß, Depressionen müssen schnell behandelt werden, um langen Leidensgeschichten vorzubeugen.
Burkhard John von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt gibt zu bedenken, dass nicht jede Krise eine behandlungsbedürftige Depression ist. Und Ulrich Heger von der Uniklinik Leipzig sagt, Depression ist eine schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankung, die jeden treffen kann. Und damit sage ich schönen guten Abend in die Runde. Freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Herr Professor Heger, wenn Sie sagen, es kann jeden treffen, auch so einen erfolgsverwöhnten Auslandskorrespondenten, dann muss ich natürlich fragen, wann, wieso, warum wird einer depressiv? Aus heiterem Himmel. Manchmal ist es wirklich wie aus heiterem Himmel. Manchmal gibt es Auslöser. Das können Überlastungssituationen sein oder Verlusterlebnisse, manchmal auch scheinbar was Positives, die bestandene Prüfung, Urlaubsantritt. Und dann rutschen die Menschen rein. Aber es gibt auch Menschen, die können zum Beispiel in raschen Wechsel von der Manie, das ist ein Zustand, wo man sich super großartig fühlt, über Nacht in die Depression kippen und dann am nächsten Tag wieder in die Manie. Da gibt es keine äußeren Auslöser. Ich glaube, wichtig ist der Spruch, Depression ist eine Erkrankung, die kann jeden treffen. Und das ist wahrscheinlich auch eine Erkenntnis, mit der muss man sich tatsächlich auseinandersetzen. Ich habe nicht umsonst noch mal die Zahlen wiederholt, die Frau von der Leyen in unserem Vorspann da gesagt hat. Herr John, über wie viele Menschen in Deutschland reden wir denn, wenn wir von Depressiven sprechen? Ja, die Zahl ist deutlich steigend. Das wechselt ja immer wieder die Angaben. Aber ich habe den Eindruck, dass es nicht unbedingt mehr Menschen werden, die tatsächlich erkranken, sondern es hat vielmehr auch damit zu tun, dass die Diagnose, glaube ich, auch häufiger gestellt wird, vielleicht auch, weil sie eher erkannt wird, weil sie vielleicht auch deutlicher artikuliert wird als früher. Wir als Ärzte, ich bin ja auch Allgemeinmediziner, wir haben das vielleicht früher auch eher umschrieben, die Diagnose. Und heutzutage ist es doch etwas klarer in der Formulierung. Wenn man, Frau Masek, sagt, wie ich eingangs, jeder kennt es, man kommt nicht hoch, man ist antriebsschwach, vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum, man hat auf nichts mehr Lust. Sind das schon ernste Anzeichen oder wann, sagen Sie, ist so ein Moment, wo man achtsam werden sollte? Also man sollte dann achtsam werden, wenn normale Dinge, die man tut, die an denen man Freude hatte, wenn die plötzlich in den Hintergrund treten. Dann sollte man achtsam werden. Das ist natürlich noch keine Depression, es ist noch kein Grund zur Panik. Aber man sollte vielleicht mal einen fachkundigen Rat einholen. Entweder die Versicherung ist eine normale Reaktion, die jetzt mal auch ein Stück weit getragen werden muss, die mal normal ist unter diesen Umständen. Also es ist ja mal normal, traurig, erschöpft oder auch interesselos zu sein. Na, dann kommt es darauf an, sind die Kriterien erfüllt und da gibt es feste Kriterien, ab wann es eine Depression ist. Oder nicht. Herr Senzel, Sie hatten es ja schon angedeutet, das war auch ein langer Weg. Ne? Wie war das so anfangs? Haben Sie auch immer gedacht, na, das geht schon wieder vorbei? Ja, habe ich gedacht. Ich habe gedacht, es ist halt eine Krise. Es sind verschiedene Dinge passiert in meinem Leben. Wie gesagt, beruflich lief es gerade nicht so gut, Beziehung ist zerbrochen. Und ich dachte, das ist halt die normale Reaktion, es geht irgendwann vorbei. Und dann hat es mich natürlich... Es ging nicht vorbei. Okay. Meine Damen und Herren, Sie merken schon, es ist ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Es ist ein Thema, das 4 bis 5 Millionen Leute in Deutschland betrifft. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie jemanden kennen, wo Sie vielleicht Sorge haben, der könnte betroffen sein. Wenn Sie Ihre Meinung sagen wollen, dann tun Sie das wie immer. Mein Kollege Alex Huth sitzt am Laptop. Er wartet auf E-Mails von Ihnen und Sie können auch via Facebook heute mit uns in Kontakt treten, Alex. Und an gegebener Stelle wollen wir dann mal hören, welche Meinungen unsere Zuschauer zum Thema der Sendung haben. Frau Masek, Sie haben eingangs, haben wir Sie zitiert, mit dem Spruch, wenn man eine Depression nicht gleich richtig behandelt, dann kann das fatale Folgen haben. Welche denn? Ja, als erstes die Konifizierung. Es ist also nicht immer der Suizid, an dem man vielleicht als erstes denkt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wirklich jeder, der eine Depression hat, also schon an der Brücke steht und runterspringt. Oder wie Sie, also sich die Flinte oder, in den Mund steckt. Genau, und dann entdeckt, nö, ich möchte es doch nicht. Ja? Das sind natürlich schon so Knackpunkte, die sich hier ergeben. Ja. Ist es denn so, Herr John, Sie sagten selber, früher wurde man vielleicht dann wegen Rückenbeschwerden oder wegen Magenbeschwerden krank geworden. Ist es denn tatsächlich so, dass Ärzte, Hausärzte heute besser, schneller erkennen? Da steckt mehr dahinter? Also ich denke, viele sind doch sensibilisiert für diese Diagnose heutzutage. Das ist durch viele Fortbildungen, die wir zum Beispiel auch über die Kassenärztliche Vereinigung organisieren, natürlich schon passiert. Und das Thema ist auch nicht mehr so tabu, wie es vielleicht früher einmal war. Das war ja früher doch auch irgendwo ein Tabuthema. Es wollte ja keiner depressiv sein tatsächlich. Heutzutage ist das ja nicht mehr so ein Tabuthema, wie man das vielleicht früher eben kennengelernt hat. Und ich glaube schon deshalb
ist es auch einfacher, mit dem Patienten darüber zu sprechen. Nun haben wir ja eingangs schon gesagt und auch von Frau von der Leyen gehört, dass die Zahlen dramatisch gestiegen sind. Wir haben mal eine kleine Tabelle vorbereitet, meine Damen und Herren, einfach mal zu gucken, wie sich denn und wie rasant sich das denn in den letzten Jahren tatsächlich verändert hat. 1997 kamen bei der DAK auf 100 Versicherte insgesamt 77 psychisch bedingte Fehltage. 2012 verzeichnete die Kasse 204 Fehltage, also fast das Dreifache. Also das sind Zahlen aus dem ganz aktuellen Gesundheitsreport der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Ich finde, Herr Hegel, die sprechen ja doch eine deutliche Sprache. An welcher Stelle müssten jetzt eigentlich beispielsweise bei Herrn John die Alarmglocken angehen? Die Unterscheidung zwischen einer normalpsychologischen Reaktion auf die Bitternisse des Lebens und einer Erkrankung, die behandelt werden muss, das ist ganz wichtig. Was Sie gesagt haben zum Beispiel, das Gefühl der Gefühllosigkeit, dass Sie auch keine Trauer empfunden haben, überhaupt keine Gefühle mehr erleben konnten, das ist zum Beispiel etwas, was ganz typisch ist für eine Depression und was man sonst normalerweise bei Trauer nicht kennt oder auch die Gewichtabnahme, die Neigung zu Schuldgefühlen. Also man kann sehr gut, wenn man nachfragt, unterscheiden, ob jemand jetzt traurig ist, weil vieles schief geht und weil er gekränkt ist und weil er Verlusterlebnisse hat und ob einer eine Erkrankung hat, die behandelt werden muss. Das lässt sich abgrenzen. Ich frage deshalb auch noch so interessiert nach, weil natürlich auch im Vorfeld der Sendung gab es auch so Pro und Contra. Da gab es so Meinungen wie, naja, irgendwie wird sich aber heute auch schnell mal zurückgelegt und es ist alles zu viel. Es fiel sogar der Begriff, werden wir eine Nation von Weicheiern, Frau Mrazek. Vielleicht auch für uns und für Angehörige, was sind so wirklich Achtungssignale, wo man sagen sollte, holla, da reicht mal Ausschlafen und Urlaub machen nicht mehr aus? Ich würde also abraten, selbst zu diagnostizieren. Das würde ich also wirklich abraten, denn Depressionen werden, das sagen die Studien, also selbst von Fachleuten an sich selbst nicht erkannt. Also insofern würde ich den Selbsttest mal jetzt ausscheiden wollen und würde wirklich sagen, sprechen Sie mit jemandem vom Fach. Und das kann natürlich im ersten Anlauf der Allgemeinarzt sein, das kann ein Facharzt sein, das kann aber auch natürlich die Beratungsstelle sein. Ja. Da sprechen Sie natürlich ein großes Wort gelassen aus, weil ich glaube, und da, Herr Senzel, wird es dann irgendwann auch kritisch. Sie haben zwar so locker vorhin gesagt, Sie haben dann mal eben Ihre Therapeutin angerufen. Ich nehme mal an, die hatten Sie zu dem Zeitpunkt schon. Ich kannte die. Glücklicher? Ja, schon. Aber Sie wissen ja auch durch das Buch, was ich gemacht habe, ich halte nicht mehr so viel von Therapeuten. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich glaube aber, dass jeder das selbst wissen muss. Und wenn Sie im Loch drinstecken, das ist sicherlich richtig, dann kommen Sie da ohne fremde Hilfe nicht raus. Ich glaube aber, man kann seine Seele fit machen. Also das ist das, was ich so erfahre seit ein paar Jahren. Ich habe damals dieses Programm gemacht, dass ich gesagt habe, alles Innerliche vergesse ich mal. Und ich verordne mir ein sehr diszipliniertes Programm. Nicht rauchen, nicht trinken, jeden Tag Sport machen, Kultur, Theater, selbst kochen. Und das 4 Wochen lang. Ich wollte mich nicht überfordern. Und vor allem, es gibt kein Scheitern dabei. Immer wenn ich irgendwie schwach werde, fange ich einfach wieder von vorne an und mache mir keine Gedanken. Das klingt für mich gerade wirklich so, als wenn man sich so viel auf einmal vornimmt. Das kann ja nur zum Scheitern verurteilt sein. Nee, gerade das funktioniert ja. Aha. Weil immer dann, wenn Sie bei einem Ding schwach werden, kompensieren Sie das. Wo ich sage, okay, heute bin ich doch schwach geworden. Und haben Sie durchgehalten irgendwann? Ja, ich habe 88 Tage gebraucht für die 4 Wochen dann, um es einmal zu schaffen. Die Zeit haben Sie sich dann aber auch gegeben, ja, ja. Ohne sich unter Druck zu setzen. Ja, und hinterher habe ich mich gefühlt wie Tarzan, hatte das Gefühl, nicht nur, weil ich wirklich was verändert hat. Ich war gesünder, ich habe abgenommen, ich habe mein Leben in den Griff gekriegt, sondern einfach diese Erfahrung, ich kann stark sein. Herr Hegel hat gerade im Hintergrund geschmunzelt. Warum? Das ist erzählen so dynamisch, dass man Ihnen jetzt auch alles glaubt. Aber wenn man in einer schweren Depression steckt, dann sind ja Menschen, die sehr, sehr viel Energie eigentlich im gesunden Zustand haben, die haben nicht die Kraft, genau das zu tun. Und das werfen sie sich auch selber vor, weil sie sonst Verantwortung übernehmen, für andere da sind, eigentlich immer die Starken sind, dass sie genau das nicht mehr können in der Depression. Nein, wenn sie da drin stecken, natürlich nicht. Mhm. Aber das ist ja ein ganz langer Prozess, bis sie in dieses Loch da reinfallen. Und ich meine, bei mir also ist was anderes ist es, wenn man draußen ist, dann für Depression, dann ist es natürlich richtig, dass man überlegt, wie kam es denn dazu, dass ich reingerutscht bin, was kann ich dagegen tun? Und dann mögen solche Dinge ein wichtiger Baustein sein, das stimmt. Aber in der Depression selber wäre es nicht gut. Schafft man es vermutlich eher, ist es wahrscheinlich kontraindiziert, sich selber solchen Druck noch aufzubauen, weil man von Tag zu Tag noch demotivierter wird. Einmal erlebt haben, dann kennen Sie ja diese Signale. Und ich glaube, dass mir das, also ich habe für mich das Gefühl, ich habe ein gutes Instrument gefunden. Das ist genau diese Achtsamkeit, nach der ich gefragt habe. Die Signale, die man ernst nehmen muss. Herr John, ich frage Sie noch mal. Es ist, wir haben die Tabelle gesehen. Ich meine, wir sind, glaube ich, mit diesen psychischen Erkrankungen. Sie nehmen Platz 3 ein in der Hitliste. Vorher sind nur noch die Atemwegserkrankungen und die Gelenkserkrankungen.
Bei allem anderen gibt es Präventionsprogramme, gibt es Vorsorge. Was gibt es bei psychischen Erkrankungen? Ja, Prävention kann man ja schlecht machen. Aber ich denke, der Verlauf ist auch nicht so ganz klar bisher dargestellt. Es ist ja nicht so, dass der jetzt auf einmal in ein tiefes Loch fällt und das war's dann. Sondern irgendwie kommt der Patient meistens mit Symptomen zum Arzt, also zumindest zu dem Allgemeinmediziner erstmal. Und er denkt überhaupt nicht dran, dass es eine Depression sein könnte. Ich denke primär auch erstmal nicht dran und würde erstmal alles Organische ausschließen wollen. Aber irgendwann kommt man dann doch zu dem Gedanken, na, da könnte sich auch eine Depression hinter verstecken. Und da muss man erstmal sozusagen den Schalter dann umlegen und sagen, gut, das Somatische, also das, was an Krankheiten so sein könnte, das schließe ich erstmal aus. Und dann komme ich eben eher mehr in diese Richtung mal von der Diagnostik her. Und Herr John, sind denn die niedergelassenen Ärzte tatsächlich so fit, das rauszufinden? Also ich halte die Allgemeinmediziner, die heutzutage eine vernünftige Weiterbildung ja alle haben, hier zumindest in unseren Breiten haben ja alle Allgemeinmediziner eine 5-jährige Weiterbildung, wo solche Dinge auch eine wesentliche Rolle spielen, schon für in der Lage, das auch zu diagnostizieren. Frau Mausig, wie schätzen Sie es ein? Also ich denke, es hat sich in den letzten 10 Jahren also deutlich verbessert. Aber ich denke schon, bei der Bedeutung, die psychische Erkrankungen haben zukünftig, wäre es wünschenswert, dass noch mehr Psychologie in die Medizin kommt. Ja, sodass nicht, wie Herr John sagt, erstmal alles somatisch abgeklärt wird, bis sozusagen als Rest bleibt, jetzt ist es psychisch. Sondern ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es von vornherein also zusammen betrachtet wird. Und deshalb möchte ich unbedingt eine Lanze für die Prävention brechen, auch im Bereich der psychischen Erkrankungen. Was könnte man denn machen im Bereich der Prävention? Es gibt zum Beispiel sehr empirisch validierte Programme für Prävention, Depression bei Jugendlichen, die eindeutig auch Suizidversuche, die Raten senken. Ja, es gibt hier Programme und die sind nicht in die Richtung, die von Ihnen offenbar erfahrene, der Weg nach innen, sondern es ist schon der Weg des Aktivitätenaufbaus. Also Sie haben offenbar das gefunden, was mühsam viele Studien gefunden haben, dass nämlich Sport, körperliche Bewegung ein Baustein ist. Aber so wie Kollege Hegerl sagt, Sie müssen erstmal so weit sein, dass Sie es machen können. Insofern fand ich das mit dem Arschtritt eigentlich doch einen guten Titel. Und Sie müssen natürlich erstmal in die Lage versetzt werden, ja, tatsächlich einen Mediziner zu finden, der ein offenes Ohr für Sie hat und der Ihnen hoffentlich auch die richtigen Ansätze und die richtigen Behandlungsmethoden an die Hand gibt. Aber, und da nämlich liegt der Hase im Pfeffer, das ist gar nicht so einfach. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht. Mein Kollege Alex Huth hat sich tatsächlich mal in den vergangenen Tagen ans Telefon gesetzt und hat sage und schreibe in 29 Praxen händeringend um einen Termin gebeten mit diesem Ergebnis. Sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an. Telefonisch erreichen Sie uns. Die von Ihnen gewählte Rufnummer hat sich geändert. Bis zum 29. März im Urlaub geschlossen. Sprechen Sie bitte auf meinen Anrufbeantworter. Termine bei uns im Mai. Aber Sie kriegen anderswo auch keinen. Haben Sie es schon woanders probiert? Die nächste freie Stunde wäre am 4. April bei mir. Ja, da müssten Sie sich im Telefonbuch dann mal ein paar Adressen raussuchen. Wenn man irgendwie so Depressionen hat. Ja, die müssten Sie mal raussuchen. Bin ich bei Ihnen falsch, ja? Ja, danke. Tschüss. Ich gebe ehrlich zu, wir haben geschluckt. Herr John, jetzt mal ein kleines Gedankenspiel. Angenommen, Sie wären in so einer hilflosen Situation. Wie haben Ihnen denn die Antworten der Kollegen, vorausgesetzt man hat überhaupt einen persönlich bekommen, wie haben Ihnen die denn gefallen? Ja, hört sich schon schlimm an, muss man schon so sagen. Ja, also, dass wir da einen Bedarf haben, Sie haben es ja vorhin selbst gesagt, die Anzahl der Erkrankungen steigt und da entsteht natürlich auch ein Bedarf. Ja, ob der immer gleich zu einem Psychotherapeuten führen muss, oder eben auch teilweise eben vom Hausarzt mal erstmal diagnostiziert werden kann. Das ist ja schon mal die erste Frage, die man auch mal stellen muss. Wir haben hier bei uns im Bundesland sicherlich keine besonders glückliche Situation in der Versorgung mit Psychotherapeuten. Das hat sich in den letzten Jahren so schon ergeben und das wird sich vielleicht ein bisschen verbessern. Wir haben ja eine neue sogenannte Bedarfsplanung bekommen, jetzt vom gemeinsamen Bundesausschuss im Dezember beschlossen worden. Und ab 1.7. werden sich da die Zahlen auch etwas verändern, sodass bei uns in Sachsen-Anhalt noch mal einige Psychotherapeuten dazukommen, ob aber damit das, der Bedarf gedeckt werden kann. Das hilft natürlich in dem Moment, wo der Kollege am Telefon sitzt und dringend, wirklich dringend Hilfe braucht, hilft es wenig, auf die nächsten Wochen und Monate zu verweisen. Herr Professor Hegerl,
ich sag mal, 2 bis 3 Wochen, das war schon luxuriös. Wir haben ja auch gehört von Leuten, die monatelang warten. Ich meine, da kann das Kind längst in den Brunnen gefallen sein. Man muss wissen, dass in Deutschland es mehr Fachärzte und Psychotherapeuten gibt, als, glaube ich, in jedem anderen Land der Erde. Also wir haben eine hohe Zahl. Das Problem ist eher etwas die Verteilung der Ressourcen auch. Mhm. Und natürlich auch die Verschiebung. Früher waren viele Menschen mit psychischen Erkrankungen vielleicht beim HNO-Arzt oder sie waren wegen Rückenschmerzen beim Orthopäden. Und jetzt wird die Depression erkannt und jetzt wollen sie alle zum Facharzt. Fachärzte sind die Psychiater, die Nervenärzte und die psychologischen Psychotherapeuten. Das sind die 3 Fachgruppen, die die Versorgung tragen, wobei die 2/3 der ambulanten Patienten mit psychischen Erkrankungen beim Nervenarzt oder beim Psychiater sind. Mhm. Nun haben wir aber gerade, Herr John hat es nochmal betont, gehört, dass die Ärzte sehr gut ausgebildet sind, auch im Bereich Psychotherapie. Es war kein einziger dabei, der gesagt hat, in akuten Notsituationen gehen Sie bitte in eine Klinik. Es war kein einziger dabei, der vielleicht auf ein Notfalltelefon hat hingewiesen. Ist das aus Ihrer Sicht der Standard, den Sie sich von den Kollegen in so einer Situation wünschen? Nein, das denke ich nicht. Also man muss natürlich schon mal sehen, wie hat sich denn dieser Patient oder dieser jetzt gespielte Patient auch gemeldet. Also in dem Moment, wo der sich so gemeldet hat, dass ich jetzt tatsächlich eine akute Notsituation habe, na gut, dann hätte er sich ja wahrscheinlich auch in einer Klinik automatisch vorgestellt, wäre auch immer dran gekommen. Wahrscheinlich in jeder Klinik würde er ja auch aufgenommen werden. Es ist ja nicht so, dass er da nicht aufgenommen wird. Er hätte ja auch zu irgendeinem Hausarzt gehen können und der hätte die weitere Therapie eingeleitet. Auch das wäre gegangen und da hätte er überhaupt keine Wartezeit gehabt und wäre sofort auch am gleichen Tag dran gekommen. Also insofern wäre das ja möglich gewesen. Nun hat die Dame im Einspielfilm unseres Vorspanns natürlich zu Recht gesagt, sie hat sich große Sorgen um ihren Mann gemacht, als man ihm 10 bis 12 Monate Wartezeit angekündigt hat. Frau Mrazek, ich meine, 10.000 Menschen nehmen sich in jedem Jahr das Leben. Wie viele von denen auch aufgrund einer Depression? Die Prozentzahlen sind ja immer sozusagen Geschmackssache, ne? Welche Prävalenzstudie Sie haben. Die Prävalenzzahlen bei Depressionen sind nicht so viel höher als bei anderen psychischen Störungen. Ja, und auch nicht bei schweren organischen, somatischen Erkrankungen. Also ich würde Suizid und Depression nicht in dieser Weise wirklich koppeln wollen. Das schürt also Vorurteile und führt also dazu, dass Menschen mit der Diagnose in vielfacher Hinsicht zum Beispiel auch von Versicherungen wirklich diskriminierend behandelt werden. Von diesen 10.000 Suiziden sind sicherlich etliche darauf zurückzuführen, dass irgendetwas nicht rechtzeitig eingeleitet wurde. Und das ist natürlich das Problem. Und es geht ja nicht nur immer darum, sofort eine Psychotherapie von 50 Stunden zu machen, sondern es ginge wirklich mal um die Diagnose, dass jemand weiß, das habe ich. Oder auch wie hier an diesen doch fürchterlichen Anruf beantworten und Auskünften, dass wirklich gesagt wird, Sie können das machen, hier ist die Notfallnummer, hier ist die Anlaufstelle, das ist Ihr zuständiges Aufnahmekrankenhaus. Was ich ein bisschen vermisse, ist, und da sind Sie von der Krankenkasse auch angesprochen, die Kontrolle. Wenn ich überlege, wie viele Therapien ich gemacht habe, wie viel 10.000 Euro meine Krankenversicherung ausgegeben hat, welche schlechten Erfahrungen ich in der Klinik gemacht habe. Es ist nicht einmal irgendein Vertreter meiner Krankenversicherung zu mir gekommen und hat gesagt, wie war denn das? Ich meine, jede Mutter, die eine Mutter- und Kindkur machen will, die muss ein Prozedere von Vertrauens- und Amtsarzt durchlaufen. Und letztlich ist es in der Psychotherapie so, dass der Therapeut, der meine Behandlung durchführt, der schreibt eine Begründung und kriegt es auch durch. Und ich hätte auch locker nach den 6 Wochen in der Klinik nochmal 6 Wochen machen können, ohne dass es da irgendeine Kontrolle gab. Und ich habe Therapeuten erlebt, wo ich dachte, Junge oder Mädchen, was willst du mir vom Leben erzählen? Wirklich schlechte Erfahrungen gemacht auch. Und da denke ich, könnte man mit dem Geld der Versicherten auch ein bisschen besser umgehen, wenn man es besser lenken würde und mehr kontrollieren würde. Hier ist gerade das Stichwort gefallen von Frau Mrazek, dass viele aufgrund dieser Diagnose auch diskriminiert werden. Haben Sie ähnliche Erfahrungen machen müssen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe natürlich Angst gehabt, kurz bevor das Buch veröffentlicht wurde, saß ich beim NDR, dort arbeite ich in der Konferenz und dachte, ach du meine Güte, all die Kollegen, die hier sitzen, lesen das nächste Woche. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass eine Menge Leute auf mich zugegangen sind und sagen, Mensch, dasselbe ist mir auch passiert. Und ich fand das sehr erstaunlich, dass Leute, wo ich immer dachte, die sind so stark, die kennen wir ja alle, diese Leute, deren Leben so perfekt erscheint. Und gerade die sind auf mich zugegangen und haben gesagt, boah, ich finde mich wieder in deinem Buch. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dass ich eigentlich überhaupt ja sehr viel positiven Zuspruch bekommen habe und so diese Erfahrung gemacht habe, dass wir alle so viel Kraft darin
verwenden, unsere Schwächen zu verstecken. Mhm. Obwohl wir sie mit so vielen Leuten teilen. Das ist ja auch das Spannende und das haben Sie ja im Grunde auch bestätigt. Sie suchen erstmal überall am Körper, ob nicht doch vielleicht was Organisches dahinter stecken könnte. Herr Hegal, warum tun wir uns immer noch so schwer zu sagen, auch die Seele ist genauso wichtig wie das Herz, der Magen, der Darm oder welches Körperteil auch immer? Für mich ist Depression auch eine körperliche Erkrankung, wie jede andere Erkrankung auch. Also ob man jetzt eine Parkinson-Erkrankung hat oder ob man dazu neigt, immer wieder in Depressionen zu kippen, vielleicht auch in Manien und in Depressionen, das ist für mich auch eine körperliche Erkrankung. Deswegen mache ich diese Unterscheidung nicht so und sage, das ist die Seele, die irgendwo im Metaphysischen ist, da wäre der Pfarrer zuständig, sondern für mich ist die Depression eine Erkrankung wie jede andere Erkrankung auch. Und man darf, glaube ich, auch. Es ist auch keine Ausschlussdiagnose, ja. Da würde ich Ihnen auch ein bisschen widersprechen, sondern es ist eine Diagnose, die man stellen muss, wie Diabetes mellitus und jede andere Diagnose auch. Aber der Patient kommt doch nicht, primär und sagt, ich bin so traurig und bin antriebsgemindert oder sonst irgendwas, sondern der sagt, ich habe Magenschmerzen und ich kann nicht mehr essen oder sonst irgendwas, dann muss ich doch erstmal die Diagnose erstmal organisch ausschließen. Dann stelle ich vier Fragen und die muss man eben stellen. Dann frage ich, können Sie noch über irgendwas freuen? Haben Sie Gewicht verloren? Haben Sie Schlafstörungen? Noch drei andere Sachen. Und dann habe ich die Diagnose mit großer Sicherheit. So ja, wie wenn man einer Magengeschwür hat, der wird auch drei Wochen lang sich nicht mehr groß gefreut haben. Also das ist ja nun auch ein bisschen eine relative Sache. Da würde ich widersprechen. Ich denke, wenn Sie die richtigen Fragen stellen, etwas Erfahrung haben, können Sie die Diagnose mit ähnlich großer Sicherheit stellen, wie viele andere Diagnosen der Medizin auch. Es ist gerade ein ganz interessanter Fall eingetreten, weil erstaunlicherweise, ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, ist in den bisherigen, in der knappen halben Stunde, die wir schon diskutieren, noch nicht einmal das Wort Burnout gefallen. Weil, und das ist ja der interessante Fall, mit Burnout kommen ja offensichtlich doch viele Patienten in die Praxis und meinen ganz genau selber diagnostiziert zu haben, das kann nichts anderes sein. Was ist denn nun eigentlich tatsächlich der Unterschied zwischen der Depression und dem Burnout, von dem wir eigentlich jeden Tag von irgendjemandem hören, dass er es hat? Sie gucken mich an, ich bin kein Freund von dem Begriff, weil er sehr schwammig ist und auch nicht definiert ist. Und kann man auch gar nicht so zu sagen, denn jeder hat eine eigene Definition und verwendet ihn unterschiedlich. In diesem Topf Burnout, da kommen ganz normale Überforderungssituationen rein, aber auch schwerste lebensgefährliche Depressionen und wahrscheinlich auch noch andere. Vielleicht auch körperliche Erkrankungen. Das ist das Problem mit diesem Begriff. Ein Großteil der Menschen, die wegen Burnout eine Auszeit nehmen, die haben die Diagnosekriterien einer Depression und dann sollte man es auch Depression nennen. Weil es ist nämlich so, wenn man zu etwas Burnout sagt, was eine Depression ist, dann kann man auf ganz falsche Schlussfolgerungen kommen. Zum Beispiel länger schlafen. Das ist bei Depressionen kein guter Gedanke. Sondern? Interessanterweise ist Schlafentzug, obwohl die Menschen erschöpft sind, ein Behandlungsverfahren, das bei 60% zu einer schlagartigen Besserung führt. Allerdings nur, bis sie wieder schlafen. Dann kommt die Depression zurück. Sehr eindrücklich. Und auch Urlaub machen ist ein ganz schlechter Gedanke, weil die Depression mitfährt in den Urlaub und man kann sich nicht entspannen. Hatten Sie dann anfangs auch das Gefühl, dass Sie ausgebrannt sind? Das Wort Burnout gab es damals noch nicht, als ich das hatte. Ich glaube eher, es ist so die Depression für den Leistungsmenschen. Also da kann man so stehen und kann sagen, ich habe ja gebrannt. Während eine Depression kann halt jeder kriegen. Das ist interessant. Also auch das habe ich gelesen in der Vorbereitung. Burnout ist die Krankheit der Fleißigen. Man ist quasi ausgebrannt an seiner Arbeit und die Depression ist die Krankheit derer, die es einfach irgendwie nicht auf die Reihe kriegen. Das scheint mir, Frau Masek, eine gefährliche Formulierung. Das macht es ja so schwierig, ne? Das macht es ja so schwierig, weil also ja niemand wenig leistungsfähig sein möchte und sein kann und sein darf. Und ist ja genauso, wie wir früher mit Rückenschmerzen umgegangen sind. Es waren ja auch Weicheier, die sich nicht zusammengerissen haben, die Sache nicht geschafft haben. Wollen wir jetzt das Gleiche nochmal bei den psychischen Erkrankungen durchexistieren und sie sozusagen dann moralisieren und als ein persönliches Fehlen, einen persönlichen Fehlschlag definieren? Also ich denke schon, es wäre sehr wichtig, hier die Grenze zu ziehen. Burnout ist deswegen so schwierig, weil es ja immer in enger Verbindung zur Arbeitswelt ist und zu den Bedingungen dort und dadurch natürlich auch in einer bestimmten Weise immer instrumentalisiert wird. Also es ist unzweifelhaft, es werden Phänomene beschrieben, die Menschen belasten, völlig
völlig ernst zu nehmen. Aber dann ist natürlich die Frage, wer und wo ziehen wir denn die Grenze zu dem, was behandlungsbedürftig ist. Mhm. Ja. So, aber mit dieser Vermutung, Burnout, vielleicht auch Depression, komme ich jetzt wieder an den Punkt, man muss natürlich erstmal den Richtigen treffen, der das feststellt und dann auch richtig behandelt. Und Herr John, Sie haben zwar schon gesagt, die Bedarfsanalyse wird verbessert werden in Sachsen-Anhalt im Augenblick. Wollen wir mal schauen, wie es aussieht, beispielsweise zwischen ländlichen Regionen und Großstädten. Und auch da sind wir sehr überrascht gewesen. Nach Angaben der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer kommen zum Beispiel in Dresden 35 Psychotherapeuten auf 100.000 Einwohner. Das ist fünfmal so viel wie im Saalekreis. Dort kommen auf 100.000 Einwohner lediglich 7 Psychotherapeuten. Und doch gilt Dresden als unterversorgt, während der Saalekreis sogar als sehr überversorgt eingestuft wurde. Ich gebe ehrlich zu, dieses Rechenexempel habe ich nicht verstanden. Wieso sind Bereiche mit weniger Therapeuten überversorgt und andere eben genau umgekehrt? Ja, weil es da ganz große Mitversorgungseffekte durch die Stadthalle gibt. Und der Saalekreis ist ja so ein Gürtel um die Stadthalle ringsrum. Und viele Patienten, nicht nur bei den Psychotherapeuten, sondern auch in allen anderen Fachrichtungen, fahren in die Stadt nach Halle und lassen sich da therapieren. Und insofern ist natürlich die Bedarfszahl für so einen Gürtelbereich völlig irrelevant. Und man kann, außer einen Aspekt noch, man kann ja auch keinen zwingen, in eine Stadt oder in eine Gegend zu gehen. Wenn ich mich dort niederlassen will als Psychotherapeut und ich habe dann noch die Möglichkeit, mich niederzulassen, dann wird er da hingehen in diese Region. Wie leicht oder wie schwer ist es denn für Psychotherapeuten, sich niederzulassen? Ja, im Augenblick sind nach meinen Informationen in Sachsen-Anhalt keine freien Praxissitze. Und genau das ist der Punkt, und jetzt kommt mein Kollege Alex Huth ins Spiel, das ist genau der Punkt, an dem sich dein Gesprächsgast jetzt ganz aktiv eingebracht hat. Ja, also bei mir sitzt Konstanze Wenzel. Sie haben gerade vor einer Woche in Magdeburg Ihre psychotherapeutische Praxis eröffnet. Wie lange hätte ich denn bei Ihnen auf einen Termin warten müssen, wenn ich bei Ihnen angerufen hätte? Naja, also bis vor kurzem hätten Sie noch einen Platz gekriegt, aber ich muss sagen, dass ich jetzt eben auch schon anfange, Patienten weiter zu überweisen und ich eine Warteliste aufmachen muss, weil ich keine freien Kapazitäten mehr habe. Und ich bin ja nun nicht niedergelassen, sondern ich arbeite eben als Honorarpsychotherapeutin und ich habe vor einem Dreivierteljahr nebenbei angefangen, neben meinem Halbtagsjob in der Krebsberatungsstelle das aufzubauen. Wie war es denn, als Sie die Türen aufgemacht haben? Hat man Ihnen regelrecht die Bude eingerannt? Also es begann ganz langsam, erst so ein Patient, dann zwei, und dann hat sich das irgendwie rumgesprochen. Fragen Sie mich auch nicht wie, also ich habe wirklich da keinerlei Werbung gemacht. Und fing an, eben auch Ärzte nachzufragen, ob ich jemanden nehmen könnte, bis auch zu Kassen, die jetzt zum Teil auch Listen haben von Kostenerstattern und weiterverweisen, die eben darauf reagieren, dass ihre Patienten händeringend bei den Kassen anrufen und nicht mehr weiter wissen. Es ist ja nun ein bekanntes Problem. Krankenkassen und Kassenärzte hatten schon 2012 beschlossen, zusätzliche Psychotherapeuten zuzulassen. Dafür sollten 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Und es wird aber bemängelt, dass eigentlich nichts in dieser Richtung passiert ist. Wenn Sie selbst sagen, Sie sind seit einer Woche da und schon jetzt gibt es keine Termine mehr, warum gibt es einen so großen Bedarf und so wenig Psychotherapeuten, die sagen, okay, ich mache eine Praxis auf? Na, ich glaube, das ist eine Sache des Mutes. Als ich mich entschlossen habe, so neben der Halbtagsstelle eben Kostenerstattung zu machen, dachte ich, einmal ist es wichtig, weil die Patienten sind wirklich nicht versorgt. Die Lage ist ja wirklich bekannt. Andererseits bedeutet das ja aber auch ein Risiko zu sagen, ich gehe zum Teil in die Selbstständigkeit, in die Unsicherheiten und schließe mich eben nicht dem KV-System, also dem kassenärztlichen System an und rechne darüber ab, sondern stelle für jeden Patienten einen einzelnen Antrag und habe größere Komplikationen natürlich auch als die niedergelassenen Kollegen. Also einige Kassen zum Beispiel bewilligen gar nicht. Bei manchen muss man viel in Widerspruch gehen. Also sehr schwierig, auch für die Patienten sehr schwierig, noch den vermehrten Aufwand zu treiben. Jetzt haben Sie ja sicherlich öfter auch Patientenschicksale, die einen durchaus auch erreichen, nicht nur als Psychotherapeutin, sondern auch als Mensch. Was sind Ihre Schutzmechanismen, damit umzugehen, es nicht komplett so nah an Sie ranzulassen, dass Sie auch selbst mit
betrifft? Also ich habe im Laufe der Zeit natürlich eine ganze Menge entwickelt. Das ist auch wichtig in dem Beruf. Also das Wichtigste ist, dass ich einen wirklich wunderbaren Partner habe, dass ich Freunde habe, dass ich eine Familie habe, die mich liebt, dass ich viel Sport mache. Also ich betreibe Yoga regelmäßig. Ich bin im Berufsverband der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie angeschlossen und so weiter und so fort. Ich könnte Ihnen ganz viel nennen. Ja. Vielen lieben Dank. Frau Masek, sind das Angebote, die noch viel intensiver eigentlich auf den Markt müssten? Sind es die niedergelassenen Psychotherapeuten, die einen Großteil der Menschen auch auffangen können und müssen? Das können sie sicher nicht tun. Ich denke, so wie die Kollegin es macht, werden wir sicherlich noch viele gewinnen können, die die Lücke füllen. Und ich darf ja auch nur darauf hinweisen, dass auch das Patientenrechtegesetz hier eine ganz wichtige Neuerung bringt, dass nämlich, wenn innerhalb von 3 Wochen so ein Antrag auf eine Leistung bei einer nicht zugelassenen Therapeutin nicht bewilligt ist, dass der dann auch automatisch als bewilligt gilt. Also eine große Erleichterung in der bürokratischen Antragstellung. Weil ich denke, das wird sich in der Praxis sicher auswirken. Aber primär könnten Sie mich, ich fürchte schon ganze Zeit die Frage, ob Sie mich fragen, wie viele Psychotherapeuten braucht Sachsen-Anhalt. Jetzt haben Sie selber in den Raum geworfen und jetzt erwarte ich natürlich auch eine Antwort. Das habe ich befürchtet, aber es lässt sich wohl nicht vermeiden. Ich glaube, das Problem ist nicht von einem Psychotherapeuten alleine zu lösen. Wir stehen sicherlich da und bringen unsere Kompetenzen ein, aber psychische Erkrankungen werden von verschiedenen Fachgruppen bearbeitet und wir haben leider ein völlig zersplittertes System. Und an diesem zersplitterten System, Alex, befürchte ich, werden auch viele unserer Zuschauer manchmal schier verzweifeln. Ja, also es ist momentan wirklich Wahnsinn, wie viele Zuschauer hier tatsächlich sich melden. Also bei uns laufen gerade die Mails heiß und ganz, ganz viele, die selbst betroffen sind, Depressionen haben oder ein Burnout-Syndrom hatten. Und ich werde mal exemplarisch eine Mail hier rausnehmen. Es sind wirklich unglaublich viele, die hier auflaufen. Ein 18-jähriges Mädchen schreibt hier, dass sie Depressionen hat, sich aber nicht ärztlich helfen lassen möchte. Jetzt allerdings wird ihr von ihrem Freund mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder sie geht zum Arzt oder wird sich von ihr trennen. Und sie schreibt eben, was soll ich tun? Und ganz, ganz viele andere Mails haben uns hier erreicht, die in die gleiche Richtung weisen. Hier zum Beispiel eine Zuschauerin schreibt, ich gehe mit dem Gedanken ins Bett und stehe damit auf, kann nichts dagegen tun, werde in meinem Zimmer langsam zu Messi, schaffe meinen Dienst nicht mehr, kann mich zu nichts aufraffen, nur noch schlapp, müde und weinen. An manchen Tagen so ein inneres Zittern und das Gefühl, ich explodiere gleich. Ist das eine Depression? Schreibt unsere Zuschauerin Eva. Und das ist exemplarisch für viele andere Zuschauerinnen und auch Zuschauer. Es ist also zu sehen, paritätisch hier Frauen und Männer, das hält sich hier in etwa die Waage. Und Mails in dieser Masse, wie sie jetzt gerade hier bei uns eingehen, hatten wir eigentlich bei einem Thema lange nicht, dass es doch so, so akut zu sein scheint. Also, dass es richtig viel Bedarf gibt, auch darüber zu sprechen. Deshalb möchte ich die letzten noch verbleibenden Minuten dazu nutzen, tatsächlich mal zu schauen, was können wir denn unseren Zuschauern heute an die Hand geben? Was können wir tatsächlich sagen, das sind richtig gute Punkte, die Ihnen möglicherweise helfen können, Herr Hegerl? Ist denn das Phänomen Depression, zumindest seit dem großen spektakulären Suizid von Torwart Enke, ist es denn etwas gesellschaftsfähiger geworden? Muss man sich damit noch verstecken? Das ist besser geworden. Das hat Kollege ja auch schon gesagt, das Stigma hat abgenommen und man kann etwas offener damit umgehen und viele machen dann auch die Erfahrung, die Herr Senzel gemacht hat, dass sie merken, sie sind nicht alleine, sondern es ist eine Erkrankung, wo viele betroffen sind. Ich denke, wichtig ist, dass man sich nicht von dem Pessimismus, den diese Krankheit immer mit sich bringt, überwältigen lässt, sondern dass man weiß, das ist eine Erkrankung, die kann man gut behandeln. Antidepressiva sind hier wichtig, denn das Gros der Patient wird ja nicht beim Psychotherapeuten behandelt, sondern die sind beim Nervenarzt, beim Psychiater in Behandlung oder beim Hausarzt in Behandlung. Das ist das Gros der Patienten. Und das sind gute Medikamente, die nicht süchtig machen, die gut wirken gegen die Depression. Herr Senzel hat gerade tief durchgeschnauft. Haben Sie Angst, dass es Sie noch mal überrollen könnte? Oder war Ihr Weg jetzt doch so weit von Erfolg gekrönt, dass Sie über den Berg sind? Also ich habe das Gefühl, dass ich ein Instrument in der Hand habe, wo ich sage, ach,
es gibt ja so Phasen, wo ich denke, oh, mir geht es wieder nicht gut, dann mache ich mal wieder meine Aktion und dann funktioniert es. Also und das, was so passiert ist, ich glaube, dass ich mein Leben anders betrachte, positiver. Die halbvollen Gläser. Als ich meine heutige Frau kennengelernt habe, da hatte ich 3 Kinder von 3 verschiedenen Frauen und habe gedacht, eigentlich will ich nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, Gott, und das ist eigentlich so das, was stehen geblieben ist, etwas, was 3-mal schiefgegangen ist, warum soll man das nicht das 4. Mal besser machen? Und ich sehe eher, dass ich auch in Situationen, die nicht so gut laufen in meinem Leben, eine Menge Mittel an der Hand habe, um immer noch mich wohlzufühlen und was Gutes draus zu machen. Und das ist eigentlich so ein Gefühl zu sagen, ja, ich bin doch ganz schön stark und das ist toll. Frau Masek, nun haben Sie schon gesagt, es müsste mehr Angebote geben, tatsächlich Anlaufstellen. Was müsste das sein, Ihrer Meinung nach? Woran fehlt es, wenn wir nun nicht gleich überall die niedergelassenen Psychotherapeuten und Ärzte haben? Was könnte es noch sein? Es fehlt schon an spezifischen niederschwelligen Angeboten, die also genau in die Richtung gehen. Also was sind denn für Ressourcen vorhanden, die aktiviert werden können? Ja, in welcher Weise kann jemand wieder daran anknüpfen, an die Erfolge, die er ja in seinem Leben gehabt hat? Die meisten haben Dinge in ihrem Leben geschafft, ehe die Depression einsetzt. Also so etwas. Und das sind auch die Präventionsprogramme, die ja schon nicht auf dem Markt sind, aber die von der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Und insofern finde ich es schon also ganz bedauerlich, dass die nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Aber ich denke mir, die Kassen sind auf dem Wege. Sind Sie das, Herr John? Ich bin nicht Kasse, bloß um das nochmal zu korrigieren. Ich bin Vertreter der Vertragsärzte und Psychotherapeuten. Insofern kann ich das nicht so sagen, ob die Kassen das vielleicht mehr machen oder weniger machen. Ich denke, wir müssen Angebote schaffen, die niederschwellig sind. Das kam ja eben aus der Frage deutlich hervor, dass sich die Patienten offensichtlich doch noch nicht trauen. Also Menschen, die noch gar keine Patienten sind, sich nicht trauen, das irgendwie doch irgendeinem Arzt oder Psychotherapeuten überhaupt anzuvertrauen. Und ich lerne das ja häufig auch in meiner Praxis immer mal kennen, dass Patienten eben kommen und erst mal rumeiern und gar nicht so richtig sagen, worum es geht. Und man muss dann irgendwann erst mal drauf kommen und vielleicht auch den Weg finden, denen zu erklären, dass es also jetzt nicht irgendwie ist, dass die eine Klatsche haben oder so etwas, sondern dass die einfach einen Stoffwechselstörung im Gehirn haben, wo bestimmte Transmitter, also Substanzen im Gehirn fehlen, die man vielleicht auch ausgleichen kann mit einer Tablette. Und ich hoffe mal, dass auch diese Sendung möglicherweise einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat, dass Sie sich trauen, darüber zu sprechen. Möglicherweise werden wir hier bei Fakt ist auch wieder darüber berichten. Der Bedarf ist sicherlich da. Ich möchte diese Sendung beenden mit einem Zitat. Ich habe es entdeckt. Vielleicht wissen Sie, von wem es ist. Man muss nur immer sorgen, erregt zu werden, um gegen die Depression anzukämpfen. Das ist auch bei jetziger deprimierender Witterung der beste medizinische Rat. Sprach Johann Wolfgang von Goethe. Ich glaube, das können wir unkommentiert so stehen lassen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke sehr herzlich für diese Runde. Ich möchte Ihnen noch ganz herzlich die Kollegen aus Erfurt kommenden Montag ans Herz legen. Ich danke Ihnen für die letzten 5 Jahre, denn unsere Wege, die trennen sich jetzt hier heute. Alles Gute für Sie. Halten Sie Fakt ist weiterhin die Treue und der neuen Kollegin Anja Heide. In 4 Wochen drücken Sie fest die Daumen. Tschüss aus Magdeburg. Ines, du hast selber schon vorweggenommen. 5 Jahre lang, ja, Sonne, Sturm, Wind oder Gewitterwolke, aber immer sehr charmant. Vielen lieben Dank dafür. Das gesamte Fakt ist klug. So. Dank dir, drück dich und drück dir die Daumen für alles, was kommt. Vielen lieben Dank. Jetzt habt ihr das geschafft, was einem Moderator eigentlich nie passieren sollte. Ich bin sprachlos und sage herzlich danke, 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 aber jetzt wirklich tschüss.